Hallo und hier ist wieder der Andi von der Arche der News. Diesmal in etwas anderer Kluft, weil heute geht es hinten an die Bienen und ich gehe jetzt auch mal ohne diesen Anzug an Bienen ran, aber die sind dadurch, dass keine Futtermengen mehr da sind, ein bisschen nervös. Das Wetter war auch ein bisschen komisch, so mal ein bisschen Regen, ein bisschen gewitterige Luft, da sind die auch manchmal ein bisschen komisch drauf und Hunger haben sie auch, denn wir hatten sie ja gerade frisch transportiert und es ist nichts mehr drin. Die brauchen also in ihren Fütterer ein bisschen was zu essen und heute füttern wir mal auf. Es gibt einen leckeren Futtersirup, dazu gibt es auch noch einen etwas festen, zähigen Brei, sage ich mal, wo auch noch ganz viele Pollen mit sind, denn diese Pollen werden noch benötigt. Noch ist ein bisschen Brut drin und es sollen ja auch noch ein paar Winterbienen produziert werden. Sie bauen noch fleißig, von daher brauchen sie Futter. Wir machen jetzt einfach in jeder von unserer kleinen Beute jetzt 5 Liter Sirup hinein. Dabei nehme ich euch mit. Viel Spaß beim Zuschauen. So, der Smoker läuft. Wir schauen jetzt mal in den ersten Stock hinein. So. Leer. So, ja, mal gucken. Ein bisschen Rauch, um unsere Kinder zu beruhigen. Das reicht schon. So, jetzt mal ein bisschen näher. Das Trennsheet mache ich mal zur Seite. Wir wollen mal schauen. Der ist etwas beruhigt. Wir haben noch ein bisschen Platz hier drin. Die neuen Waben, da ist noch nichts passiert. Die müssen noch ausgebaut werden. Wir schauen mal, was die Kinderchen schon machen. Ah, hier fangen sie also an. Hier sieht man, dass die Waben schon etwas ausgebaut sind, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt eben hatten. Und darum brauchen die natürlich jetzt auch Futter, das ist klar. So, wir schauen mal, wie es weiter aussieht. Ja. So, ich gucke auch zum letzten Mal jetzt hier rein, das soll jetzt erstmal reichen. Hier sieht man auch sehr schön, sie bauen das immer weiter aus. Wunderbar. Bis jetzt habe ich aber noch nichts gesehen an Brut. Wir wollen mal gucken, ob die Königin auch ein bisschen fleißig ist da drin. Geh mal weg, Mäuschen da. So. Hier oben ist schon Honig eingelagert. Den brauchen die natürlich auch jetzt zur Überwinterung. Ich gucke immer mal so oben gegen das Licht. Ich schaue immer auch mal zwischendurch so gegen das Licht. Da sieht man nämlich ganz gut, ob da schon irgendwo Brut drin ist hier. Und dann sehe ich schon ein bisschen was. So. Die Damen. Ein bisschen durch den Rauch verstecken die sich wieder, weil sie denken, es ist ein Waldbrand. Also gehen sie schnell rein, versuchen ein bisschen Honig zu schlürfen. So, hier ist noch gar nichts passiert. Ist ja ein relativ junges Volk, was wir hier haben. Königin ist bis jetzt auch noch nicht zu sehen. Die ist gezeichnet, die ist von diesem Jahr, hat also eine blaue Kennzeichnung. Aber hier sind sie eben sehr fleißig am Ausbauen. Das gefällt mir schon mal gut. Man sieht auch, dass wir unseren Unterschlupf unten, dass wir den Unterstand sehr gut in Waage gesetzt haben. Denn sie bauen ganz sauber. Und hier ist gerade die Königin. Super, die zeige ich euch mal.
mal. Ob das die Kamera ein bisschen rankriegt. Hier blau gezeichnet. Läuft ihre Majestät schön lang. Da ist auch verdeckelte Brut. Das ist sehr schön. Hier oben ist Honig. Wollen wir mal gucken, ob sie... Ah, hier ist auch Pollen eingelagert. Pollen ist immer ein Zeichen, dass auch Brut da ist. Das ist sehr gut. Wenn wir sie mal vorsichtig wieder zurückpacken. So. Dann habe ich jetzt im Grunde schon alles gesehen, was ich sehen wollte. Ich habe neue Eier gesehen. Ich habe die Königin gesehen. Sie fangen immer weiter an auszubauen. Das ist ganz wichtig. Denn sie wollen ja schließlich für den Winter gewappnet sein. Und dementsprechend müssen wir ihnen jetzt noch ein bisschen was zu essen geben. Und das machen wir gleich. So, hier ist die letzte Wabe. Da ist noch gar nichts passiert. Das Trennsheet wieder ran. So. Jetzt kommt der Fütterer wieder oben rauf. Moment mal. So. Die Damen alle wieder rein. Fein, wir wollen euch ja nicht wehtun. Zack. So. Hier ist der Fütterer. Wie man sieht, es ist komplett leer. Und hier kommt jetzt unser Futtersirup rein. So, wir haben den Sirup in Flaschen gefüllt. Jetzt kommen hier erstmal gut 5 Liter Sirup drauf. Wichtig ist, wir haben hier in Flaschen gefüllt aus dem Grund, dass wir gesagt haben, so haben wir auf diese Art und Weise keine Räuberei. Denn wenn ich den in einem Kanister irgendwo hier reinmache, dann ist das Problem, bei großen Kanistern, dass man mal schwappern kann, dann sobald das überschwappt, dann kommen sofort Wespen. Und sobald eine Wespe da ist und ihren Kumpels Bescheid sagt, haben wir eine riesen Räuberei und das wollen wir auf keinen Fall haben. Dementsprechend haben wir gesagt, wir sind also passend schön auf, dass hier nichts daneben tropft und das geht am besten, indem ich ganz sauber PET-Flaschen verwende. So. Die dritte hinein damit. So, das sieht gut aus. Da haben die richtig zu schlabbern. So, mal schauen, wie schnell die sind. Normalerweise kann sein, dass die ja schon innerhalb von 14 Tagen, 3 Wochen komplett verbraucht haben. Man kann es sich gar nicht vorstellen, aber das geht relativ schnell, weil es nämlich draußen nichts mehr zu fressen gibt. So, das ist die zweite, die dritte. Und dann gibt es noch eine Dreiviertel oben drauf. Wenn die drin ist und dann ist das alles erledigt. Das reicht dann auch völlig aus. Dann haben die Kinder genug zu essen. So soll es ja auch sein. Damit die nämlich genug Energie haben, um dann... rauf hier, um dann kräftig weiter ihre Waben zu bauen. So, dann machen wir das Ganze wieder zu. Runter da. So. Bisschen drauf. Abdeckung drauf und dann sind wir schon durch. Das wird jetzt noch vermerkt, was wir jetzt gemacht haben. Dafür gibt es so ein kleines Heftchen. Wir haben uns da
eine Stockkarte nennt sich das, die wird jetzt ausgefüllt. Oh, das kommt der Smoker direkt zu mir, sehr schön. Ich muss ja nicht vertrieben werden. Eine Stockkarte, da wird dann alles dokumentiert, was man wann, wie, wo gemacht hat. Und dann, ja, dann schauen wir mal weiter, wie es hier entwickelt, wie gut sie noch ausbauen. Und dann schauen wir mal, wie es mit unseren Bienen weitergeht. Das war unser erster richtiger Einsatz am Bienenstock. Danke, dass ihr dabei wart. Der Andi von der Arche der News.